Ja, was was ich ich zu zu den den neuen neuen Instanzen Instanzen sagen sagen kann, kann, wirklich wirklich vom vom Designtechnischen Designtechnischen her her sind sind die die wirklich wirklich ein ein Wunderwerk. Wunderwerk. Und Und wenn wenn man man jetzt jetzt meint, meint, vom vom Schwierigkeitsgrad Schwierigkeitsgrad her her sind sind die die heroischen heroischen Instanzen Instanzen und und die die normalen normalen Instanzen Instanzen nicht nicht das das Anforderndste, Anforderndste, was was ich ich gesehen gesehen habe. habe. Also Also die die ersten ersten Cataclysms Cataclysms waren waren echt echt schwerer. schwerer. Dafür Dafür haben haben sie sie ja ja diesen diesen Challenge Challenge Mode Mode eingebaut, eingebaut, auf auf den den wir wir ja ja nochmal nochmal zu zu sprechen sprechen kommen, kommen, der der dann dann wirklich wirklich zwar zwar das das nicht nicht Notwendige Notwendige ist, ist, aber aber wenn wenn man man die die auf auf die die Herausforderung Herausforderung steht, steht, da da hat hat man man die die wirklich. wirklich. Und Und weiter weiter gesagt gesagt zu zu den den Instanzen, Instanzen, die die Bossmechaniken Bossmechaniken sind sind zwar zwar nicht nicht wirklich wirklich neu, neu, aber aber andererseits andererseits hat hat man man auch auch schon schon sich sich Mühe Mühe gegeben, gegeben, dass dass man man da da etwas etwas hat, hat, was was jetzt jetzt nicht nicht so so total total gewöhnlich gewöhnlich ist. ist. Also Also ich ich habe habe jetzt jetzt manche manche Muster Muster schon schon wirklich wirklich nicht nicht wiedererkannt, wiedererkannt, andere andere waren waren natürlich natürlich irgendwelche irgendwelche Fähigkeiten. Fähigkeiten. Vor Vor allem allem bei bei den den Revamped-Instanzen Revamped-Instanzen können können sie sie natürlich natürlich nicht nicht super super viel viel Neues Neues hinzufügen, hinzufügen, weil weil ansonsten ansonsten erkennt erkennt man man ja ja quasi quasi auch auch nicht nicht diese diese Nostalgie Nostalgie der der Classic-Dungeons Classic-Dungeons wieder. wieder. Und Und auch auch zu zu den den Trash-Gruppen Trash-Gruppen finde finde ich ich das das eigentlich eigentlich relativ relativ interessant, interessant, weil weil bei bei den den Trash-Gruppen Trash-Gruppen meistens meistens irgendetwas irgendetwas dabei dabei ist, ist, was was anderes anderes ist ist als: als: wow, wow, der der macht macht Feuerbälle. Feuerbälle. Und Und der der andere, andere, der der haut haut dich dich mit mit einem einem Schwert Schwert kaputt. kaputt. Und Und der der wieder wieder andere, andere, der der macht macht ein ein Schild, Schild, das das macht macht ihn ihn unverwundbar, unverwundbar, sondern sondern da da hat hat man man dann dann auch auch immer immer mehrere mehrere Sachen, Sachen, die 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 Mobs Mobs können, können, wo wo man man dann dann zum zum Beispiel Beispiel mal mal einem einem blöden blöden Schwert Schwert ausweichen ausweichen muss, muss, dass dass die die auf auf dich dich zuwerfen. zuwerfen. Oder Oder die die werfen werfen mit mit einem einem Schild. Schild. Oder Oder da da hat hat man man einen, einen, der der dreht dreht sich sich und und macht macht dann dann so so Feuerbälle, Feuerbälle, die die Random-Ziele Random-Ziele treffen. treffen. Oder Oder da da gibt gibt es es Mobs, Mobs, die die eine eine Schutzaura Schutzaura haben. haben. Da Da muss muss man man halt halt wirklich wirklich drauf drauf achten achten und und sich sich mal mal überlegen, überlegen, was was man man jetzt jetzt eigentlich eigentlich zuerst zuerst fokust fokust und und nicht nicht in in jeder jeder Situation Situation hilft hilft eben eben das das stumpfe stumpfe AI-Kloppen. AI-Kloppen. Joa. Joa. Also Also es es ist ist wieder wieder ein ein bisschen bisschen mehr mehr wie wie in in Burning Burning Crusade Crusade Steroids. Steroids. Man Man muss muss wirklich wirklich geplant geplant mit mit CC CC an an die die Sachen Sachen rangehen rangehen oder oder ist ist es es doch doch noch noch relativ relativ einfach einfach machbar? machbar? Ja, Ja, also also das das ist ist so so ein ein bisschen, bisschen, also also ganz ganz klar, klar, wenn wenn du du als als erstes erstes Mal Mal reingehst reingehst und und keinen keinen wirklichen wirklichen Plan Plan hast, hast, ist ist CC CC wieder wieder ein ein Gebot Gebot sozusagen sozusagen der der Stunde. Stunde. Aber Aber ich ich glaube, glaube, sie sie haben haben insofern insofern was was gelernt. gelernt. Bei Bei Cataclysm Cataclysm war war ja ja dieser dieser starke starke Versuch Versuch gewesen, gewesen, CC CC wieder wieder einzuführen. einzuführen. Und Und die die Spieler Spieler haben haben es es einfach einfach nicht nicht angenommen angenommen und und haben haben dann dann versucht, versucht, mit mit Cooldowns Cooldowns bis bis zum zum geht geht nicht nicht mehr mehr und und Selbstmordkommando Selbstmordkommando trotzdem trotzdem alles alles zu zu pullen. pullen. Insofern Insofern ist ist das das diesmal diesmal eine eine Sache, Sache, das das ist ist quasi quasi wiederum wiederum auch auch den den Challenge Challenge Modes Modes mehr mehr oder oder weniger weniger vorbehalten. vorbehalten. Also Also in in den den Challenge Challenge Modes Modes musst musst du du quasi quasi die die Balance Balance finden finden zwischen zwischen CC CC und und zwischen zwischen Geisteskranken Geisteskranken Puls Puls sozusagen. sozusagen. Es Es ist ist halt halt sehr sehr filigrane filigrane quasi, quasi, würde würde ich ich sagen, sagen, also also es es ist ist eine eine Grenze, Grenze, wann wann du du was was wie wie benutzt, benutzt, aber aber um um nochmal nochmal zurückzukommen, zurückzukommen, also also auf auf die die Dungeons, Dungeons, CC CC ist ist nicht nicht wirklich wirklich der der Fall. Fall. Also Also es es ist ist natürlich natürlich immer immer hilfreich, hilfreich, wenn wenn du du jemanden jemanden dabei dabei hast, hast, der der mitdenkst, mitdenkst, dann dann kannst kannst du du nämlich nämlich insgesamt insgesamt zwei zwei Gruppen Gruppen Polen, Polen, sagst, sagst, dann dann du du CCst CCst die die Heiler Heiler raus raus und und dann dann kannst kannst du du die die natürlich natürlich locker locker runterspielen, runterspielen, aber aber solche solche Sachen Sachen sind sind natürlich natürlich auch auch welche, welche, die die im im Grunde Grunde Gruppen Gruppen vorbehalten vorbehalten sind, sind, die die eben eben im im Teamspeak Teamspeak sind sind oder oder zumindest zumindest in in einer einer Gilde Gilde sind sind und und wo wo sich sich die die Leute Leute kennen kennen oder oder sowas. sowas. Und das Problem ist ja auch mit beim Instanzdesign allgemein, dass heutzutage ja bestimmt 80, 90% der Leute, die Instanzen gehen, über den Random Dungeon Finder in Instanzen sind. Und dadurch sozusagen dieses ganze Element dieser gezielten Spielweise und Absprache leider irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Andererseits ist es auch wirklich so, dass Instanzen jetzt endgültig an einem Punkt angelangt sind, wo du einfach sagen kannst, ich gehe kurz eine Instanz, du brauchst deine 20 bis 30 Minuten, selbst mit einer schlechten Gruppe. Und in der guten Gruppe, okay, brauchst du auch 20 Minuten oder so. Also es sind auch ziemlich unterschiedlich lang, also es gibt auch was längere. Aber ich meine damit nur, dass halt wirklich das ist, was es quasi sein sollte mit diesem System, dass du da durchgehen kannst. Es ist halbwegs in Ordnung noch. Und sozusagen dann aber nicht, dass so ein Mammutprojekt ist, was halt bei dem Crusader Kings der Hauptprobleme war. Wenn du da eine Hero gegangen bist, dann warst du deine 2 Stunden dran, zumindest mit einer Random-Gruppe. Hat man denn dann jetzt noch das Gefühl, wirklich was geschafft zu haben, wenn man durch ist? Also das Gefühl, etwas geschafft zu haben, wenn man durch ist, hat man quasi nur, wenn man sein Epic bekommen hat, das man unbedingt haben wollte. Aber ansonsten ist man dann etwas mehr oder weniger enttäuscht, wenn man sich dann durch die zweite Instanz gekämpft hat in einer Stunde und denkt sich, na toll, es war wieder nichts für mich dabei. Also das Gefühl kennt man da wohl wirklich nicht mehr, dass man wirklich etwas geschafft hat. Vielleicht, wenn man wie wir ein Video aufnimmt und sich dann gefreut hat, dass es gut geworden ist, dann hat man etwas geschafft, aber an der Spielmechanik selbst ist da weniger drin, was einen jetzt als Herausforderung darstellt, wo man denkt, ich bin ein guter Spieler, ich habe die Heroik der Instanzen geschafft.
Also, ja, das ist ja dann, ich würde sagen, ich bin jetzt einfach dreist und greife sozusagen das Zügel und führe dann direkt mal zu den Challenge Modes über, weil das muss ich jetzt einfach sozusagen anbringen. Also, die Challenge Modes sind quasi ein neuer Schwierigkeitsgrad, der eingefügt wurde, der schwerer ist als Heroic. Also, man kann sich das so vorstellen, in Heroic haben die vielleicht so 20 oder 15% mehr Stats als auf den höchst normalen und es gibt ein paar mehr Fähigkeiten und so. Und bei dem Challenge Mode hast du nochmal bestimmt 50% höheres Life als im Heroic und nochmal fast, also zumindest gefühlt kam es einem vor wie der doppelte Schaden von allem. Also es ist ein massiver Schritt nach vorne. Gleichzeitig ist es noch ein Time Run, das heißt also, du hast nicht nur wesentlich stärkere Sachen, sondern es geht auf Zeit und du, wie in so gewissen Spielen wie, keine Ahnung, Devil May Cry oder so, gibt es solche dämlichen Medaillen, die du quasi kriegen kannst, je nachdem, wie schnell du bist und sowas, ne? Und dann kriegst du eben auch dementsprechend dann Erfolge und Belohnungen, wenn du zum Beispiel auf Bronze, Gold oder so, Silber oder was auch immer das schaffst, oder wenn du es überhaupt schaffst, dann schon zumindest was Kleines, ne? Und das habe ich mir auch jetzt einmal angeguckt letztens erst. Also ich muss sagen, es gibt ja schon weltweit auch erst wenige Leute, die das zum Beispiel auf Gold geschafft haben. Und das waren wirklich Leute, die ganz extrem gespielt haben. Also sozusagen, es ist relativ schwer und es gibt auch wirklich nur, ich glaube, um die 150, die es auf Silber geschafft haben. Und wenn du zum Beispiel sich unseren Server annimmt, also die letzten Daten, die ich gesehen hatte, ist, es hat noch niemand auf Silber auf dem Server hier geschafft. Also es ist relativ schwer und was dazu kommt ist, und das ist noch eine weitere wichtige Mechanik, die man dabei bedenken muss, ist, dass das Gear normalisiert wird. Das heißt, wenn du später diese Challenge-Modes machen wirst und hast dann dein episches Raid-Gear, dann kriegst du quasi Debuff, um wieder auf das Niveau zu kommen, als hättest du die blauen aus den Heroischen. Und das sind alles Mechanismen, die das sozusagen relativ schwer machen. Aber wo ich halt das größte Problem in dieser Sache sehe, ist, dass ist extrem davon abhängig ist, was du zum Klassen dabei hast. Zum Beispiel, wie man schon in diesen ganzen Solo-Videos und so weiter sieht, DK-Tanks sind vom Selfie einfach extrem imbar. Und deswegen, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache eine Gruppe aus 2 DK-Tanks und dann nochmal als DDs irgendwelche Klassen, die auch noch viele Cooldowns haben, um zum Beispiel notfalls die Gruppe zu heilen. Also ich denke da zum Beispiel an Shadow Priest, der dann mal aus der Form gehen kann und sowas, oder ein Elementarschaman oder sowas, dann kannst du damit diese Rush-Runs sozusagen, obwohl sie viel schwerer sind, immer noch machen, weil du sozusagen dann die heile Rolle umgehst und dadurch mehr DPS rausholst, was ich persönlich nicht sonderlich mag, weil ich mag im Grunde Spielprinzipien, wo du nicht darauf angelegt bist, dass du bestimmte Klassenkombinationen rausholst, aber das ist halt das Problem beim Speedrun, weil da neigen meistens die Leute dazu, sozusagen solche Umgehungstaktiken zu nehmen und nicht normale Taktik zu spezialisieren. Was ich damit aber nicht sagen will, ist, dass man nur so das schaffen kann, sondern damit meine ich nur, dass mittlerweile, also alles umkommt, dass bis jetzt die wirklich extremen schnellen Runs, also die quasi schnellsten der Welt, nur auf diese Weise machbar waren. Ich habe persönlich noch nicht so viel Erfahrung damit, da, aber ich schätze mal, das ist auch wirklich eher eine Sache des Kombination und der Taktik und nicht wirklich des Gears. Da ist da wirklich durch das Rückschmieden. Also es ist wirklich eine Sache des Skills. Wenn man da keinen Skill hat und nicht weiß, wie seine Klasse funktioniert, hat man auch wirklich keine Chance in diesen Herausforderungs-Dungeons. Und auch wenn man gerade wirklich eine schlechte Setup hat, da hat man keine Chance. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Klassen gibt, die gar vollkommen unnötig sind oder überhaupt nicht reinpassen. Aber wenn man jetzt sagen würde, irgendwie eine Gruppe aus 5 Paladinen schafft das dann bestimmt nicht. Ja, in Cataclysm war es ja eher so, dass man am Anfang eher blaue Gegenstände bekommen hat, dann später die Epics abgreifen konnte. Wie sieht das aus? Wie bekommt man Gegenstände? Wie rüstet man sich denn in Mists of Pandaria hoch? Also es gibt mittlerweile auch ähnlich, wie es insgesamt eine relativ große Vielfalt gibt, gibt es auch mittlerweile eine relativ große Vielfalt, wie man an Items kommt. Also ich muss da erstmal jetzt ein bisschen mit Zahlen um mich werfen, weil um mal so einen Überblick zu geben, also es ist so, in den normalen Dungeons, also den nicht-heroischen, die die höchsten Items geben, sind wir bei 450. Das ist auch, also Item-Level, und das ist auch der Standard für das letzte Questgebiet. Das heißt also, dass wenn du einfach questest, und dann gibt es ja meistens solche größere Questlines, wo du da am Ende irgendwas mehr oder weniger episches machen musst, und dafür gibt es dann meistens eben einen blauen Gegenstand. Und so kannst du quasi dann das Item-Level erreichen, dass du brauchst, um die Heroischen zu gehen. Die Heroischen droppen dann ebenfalls nur blaue, die dann aber auch wieder wie bei Cataclysm diesen Heroisch-Schriftzug da unten haben. Und diese blauen sind sozusagen auf 463.
Und das ist sozusagen das Level, was du brauchst, um in den Raidfinder zu gehen. Denn es gibt diesen Raidfinder wieder, den es am Ende von Cataclysm gab, wo du quasi so eine vereinfachte Version des 25er Raids hast, wo du dann aber auch wiederum vereinfachtes, niedriges Gear kriegst. Das ist nämlich jetzt eine große Änderung, dass mich das Raidfinder Gear ist jetzt, darf mich nicht lügen, aber bei 476 konstant, das heißt also, es gibt nichts Höheres dort zu holen, egal bei welchem Boss, egal ob du jetzt Quest hast oder was auch immer. Und was auch interessant ist, die Berufsherstellungsgegenstände, zumindest die meisten, sind ebenfalls auf diesem Level. Und so, das heißt also, dass es nicht mehr so ist, dass die Berufs, zum Beispiel, die dann von irgendeinem Rezept so super Handschuhe herstellen kannst, die dann irgendwie das gleiche Item-Level haben wie die Raid-Boss-Sachen. Das heißt also, und des Weiteren gibt es auch noch einige wirklich mit dem, wenn du zum Beispiel den Ruf bei bestimmten Fraktionen voll hast, dann kriegst du da auch nochmal unter Umständen für bestimmte Questlines, jetzt zum Beispiel eine Halskette oder sowas, die ist aber auch auf diesem Rainfelder-Niveau. Und was auch noch auf diesem Niveau ist, sind nämlich die für Punkte holbaren Gegenstände. Und das ist auch eine entscheidende Änderung bei den Items, nämlich dass die Item-Level von den Gegenständen, die man sich jetzt für die Gerechtigkeits- oder Tapferkeitspunkte holt, also sprich für die Hero-Instanzen, liegen unter dem Item-Level von den Hero-Instanzen. Und die Tapferkeitspunkte, die dann später im Raid zu holen sind, beziehungsweise im Raid zu holen sind, die Items, die man sich dafür holt, liegen auch unter dem Item-Level, das dann später im Raid droppt. Das heißt also, das ist auch ein, dass sozusagen es nicht mehr so ist, dass du einfach dann deine Heroes rennst und dann holst du dir die ganzen Items beim Händler, sondern dass quasi dadurch dann das Raid-Gear, was beim Raid droppt, selbst wieder natürlich deutlich stärker wird, weil es einfach von den Stats her besser ist als alles, was du irgendwo anders im Spiel kriegen kannst. Und insgesamt, was die Epics angeht, ist natürlich so, du kannst dir welche herstellen, du kannst dir später welche für Punkte holen, aber was auch entscheidend ist, für einige Gegenstände, die du für Punkte dir holen musst, musst du auch wiederum erst mal bestimmte Fraktionen freischalten, weil es die Gegenstände nicht mehr einfach for free sozusagen bei irgendeinem Händler gibt, sondern nur bei bestimmten Rufhändlern und so weiter. Also ist das alles so ein bisschen zeitverzögerungstechnisch aufgebaut und es ist so aufgebaut, dass wirklich selbst schon der normale Raid, also was da an Items droppt, steht über allem anderen von Item-Level her. Was ich da noch hinzufügen kann, was noch nicht erwähnt würde, glaube ich, ist, dass in den heroischen Instanzen beim Endboss mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, und ich meine eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, auch ein episches Item droppen kann mit dem Raidfinder-Niveau, das aber wirklich auch nur ein Item pro quasi Klasse ist, dass man, wenn man auf einer Skillung ist, nicht mehr als ein Item bekommt. Dann gibt es irgendwie eins, das können DDs brauchen, die Stärke brauchen. Dann gibt es irgendeinen Bogen, dann gibt es irgendeine Einhandwaffe mit Beweglichkeit, die dann eben wirklich nur Schurken bekommen können. Und diese haben aber so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich noch nie eins droppen gesehen habe, obwohl ich schon mehrere, also eigentlich genauer gesagt so 30, 40 Mal in solchen heroischen Instanzen waren. Also die Wahrscheinlichkeit ist echt gering. Jo. Würdet ihr das System denn jetzt casual-freundlich nennen? Also, ja, das ist natürlich so diese typische Frage, was ist casual-freundlich? Also ist es insofern casual-freundlich, dass es wirklich einfach ist, so sich den Grundstock an Equipment zuzulegen, und vor allen Dingen ist es insofern casual-freundlich, dass du quasi eine gute Möglichkeit hast, dich auch, wenn du nicht jetzt im professionellen Raiden gehst, den gutes Equipment, das mit ausgewogenen Start und so weiter zuzulegen. Du hast eine gute Möglichkeit dadurch, sozusagen dir etwas zu erarbeiten, gerade weil zum Beispiel dieses Rufsammeln und so weiter aufwendiger geworden ist und weil damit auch meistens richtige Stories und Questlines und sowas verbunden sind, kriegst du quasi dafür, dass du dann, was ich weiß, die so und so Fraktion vor dem Untergang bewahrst, letzten Endes dann auf R40 nach Abschluss der Superquest dann irgendeinen epischen Gegenstand als Belohnung, der dir wirklich was bringt. Also insofern ist es quasi insofern schon casual-freundlich, weil gerade diese Spieler, die jeden Tag ein bisschen spielen, dadurch dann die Chance haben, sich was Episches zu verdienen, ohne in den Raid zu gehen. Aber es ist auch insofern wieder ein bisschen casual unfreundlicher als vorher, würde ich sagen, weil wirklich es jetzt so ist, dass definitiv das Raid-Gear über allem anderen Gear steht, was ja in Cataclysm am Ende vor allen Dingen extrem aufgeweicht wurde, was ich auch relativ schade fand, weil es ist nun mal so, dass der Raid immer noch dasjenige ist, was sozusagen in WoW sozusagen, wie soll ich sagen, nicht für die Pros ist, das ist ja Quatsch, das ist ja jetzt alles deutlich zugänglicher gemacht, aber was sozusagen dasjenige ist, wo es halt auch immerhin die besten Sachen geben würde und was auch noch ein bisschen angepasst wurde, ist, es ist wohl so, da habe ich mich auch noch nicht hundertprozentig viel mit beschäftigt, weil ich auch nicht so der PvP-Spieler bin, aber dadurch, dass ein zweiter PvP-Start neben der Abhärtung, nämlich sogenannter PvP-Macht, eingefügt wurde, die sozusagen im Gegensatz zur Abhärtung ein offensiver Start ist,
gibt sozusagen nochmal versucht, das PvP-Gear unbrauchbarer für PvE zu machen, was auch nochmal das quasi hoch, das Epics durch PvP holen und so ein bisschen erschwert sozusagen, außer natürlich du bist PvP-Spieler, für die macht das keinen Unterschied, für die ist sogar eher ein Buff, weil die quasi noch bessere Stats kriegen für ihr PvP. Jedenfalls würde ich sagen, es ist schon casual-freundlicher, aber es ist schon fast ein Kompromiss, weil es eben trotzdem den Raidern dann das Gefühl gibt, dass ihr Gear immer noch das Beste im Spiel ist, und das wird vor allen Dingen dann mit dem Hero-Gear so sein, weil das dann wirklich extrem, sag ich mal, über den anderen thront von den Stats her. Eine weitere Möglichkeit, an gute Gegenstände zu kommen, war ja auch immer das Crafting. Wie schaut's aus? Was gibt's da für Neuerungen? Was hat sich verändert? Also, mit dem Crafting sieht das folgendermaßen aus. Wenn wir von den normalen Primärberufen eben berichten, ist es so, dass man wirklich jetzt Dailies machen muss, um an die Ruffraktionen zu kommen, die dann, jetzt sagen wir, das Rezept für die epischen Handschuhe verkaufen. Das war jetzt, das habe ich jetzt erst letztens bekommen. Die sind auch richtig gut, aber eben auf Ragefinder-Niveau. Deswegen sind die auch nicht zu übertrieben, aber man muss sich halt wirklich diese Rezepte erarbeiten. Und es gibt auch nicht dieses Ende von Kataklysmen-mäßige, dass es ist jetzt in irgendeinem Raid ein Rezept gedroppt, das verkaufe ich für fast mehr, als der Gegenstand wert ist, im Auktionshaus. Sondern man muss sich die irgendwie wirklich selbst erarbeiten, die sind beim Aufheben gebunden, sodass man eben auch nur das sich holen muss, was man sich auch selbst also herstellen kann, und deswegen kommt er mit so ein bisschen Ausgewogenheit hin und wirklich, man merkt, dass sein Beruf eben wieder sein Beruf ist und nicht einfach nur eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Oder von den sekundären Berufen eben, so dass man wegen Archäologie, Angeln, Kochen, da haben sie das jetzt ordentlich umgeändert. Jetzt hat jede dieser Fraktionen ihre eigenen Daily Quests gekriegt, wo man mehr oder minder interessante Sachen bekommt. Bei den Archäologen bekommt man dann zum Beispiel ein richtig lustiges Mount oder eben nützliche Gegenstände, um weiter Archäologie zu farmen. Oder kann sich andere Fragmente nehmen, sodass man nicht in die alten Gebiete zurückkehren muss, sondern eben dieses heimische, man bleibt in Pandaria-Gefühl hat. Zum Beispiel bei den Anglern gibt es dann auch interessante Sachen. Man trifft große Berühmtheiten wie Ned Pagel, der ja der beste Angler von ganz WoW ist. Und man findet auch bei den Koch-Dailies jetzt dieses neue System, wo es 5 verschiedene quasi Skillungen gibt, die man aber alle gleichzeitig haben kann, und dein Kochskill entspricht immer dem höchsten Skill, den du gerade da hast. Da gibt es zum Beispiel den Weg des Wok, des Ofens, des Dämpfens, des Brauens und des Grillens war das, glaube ich. Und eben hat man den Weg des Grillens auf 570, aber alle anderen Wege irgendwie auf 560, dann hat man eben einen Kochskill von 570, was es wiederum einen ziemlich erschwert, auf den höchsten Kochskill zu kommen. Denn man muss eben auch diese Ackerfelder betreiben, damit man überhaupt hochkommt. Wenn man jetzt ein bisschen weiter ist, kriegt man so viele Felder, dass es da weniger ein Problem ist, an die Matze zu kommen. Aber man muss sich da schon so, sagen wir so, 1 bis 2 Wochen durchkämpfen, bevor die Möglichkeit besteht, dass man den Kochskill auf 600 bekommt. Also, es gibt wieder hier auch Änderungen, die so ein bisschen auf dieser Schiene fahren, das Ganze ein bisschen zu entschleunigen. Denn es ist erstmal so, es ist ein bisschen einfacher geworden, die Berufe hochzuskillen. Besonders jetzt ehemals sehr nervige Berufe, wie zum Beispiel Ingenieurskunst oder ähnliches, sind bei weitem nicht mehr so der große Matschlucker, wo du dann irgendwie 500 irgendwelche Kraftkern herstellen musst, die du später gar nicht mehr brauchst, weil sie so nur eine Zwischenstufe sind oder sowas. Also das wurde so gemacht, dass du dir wirklich immer sinnvolle Gegenstände herstellst, die zumindest halbwegs für irgendwas zu gebrauchen sind. Also dieses ganze System wurde deutlich entschlackt. Auf dem Gegenzug hin ist es aber so, dass der Kern Prinzipien sozusagen ist, dass du die wirklich mächtigen Rezepte erst freischaltest, wenn du irgendwelche Quests gemacht hast oder wenn du irgendwas anderes auf High-Level in größerem Maße gemacht hast, was dann natürlich relativ viel Zeit frisst. Dann des Weiteren gibt's noch eine weitere Änderung sozusagen. Es gab ja jetzt in jedem vorherigen Add-on auch schon seit Burning Crusade dieses immer so diese Elementmaterialien, also so flüchtige Luft oder Elementarluft und wie das alles hieß und so weiter. Und es gab ja auch schon Classic, und das wurde quasi alles
weggeschafft, sozusagen, diese Prinzipien. Jetzt gibt es ein neues, nämlich, dass du quasi einfach solche Partikel hast, die können überall droppen, weil die sind an dich selbst gebunden, und wenn du davon 10 hast, machst du daraus ein großes. Was ist das Problem daran? Du farmst die immer in einem relativ konstanten Tempo nur, weil die haben halt eine Chance, überall zu droppen, egal ob bei Bossen oder in Instanzen oder beim Mobskillen. Jedenfalls kannst du das nicht wirklich beschleunigen. Du kannst natürlich gezielt Mobs grinden, aber selbst damit geht es nicht ultra schnell. Also das ist so ein Mittel dazu, dass du diese speziellen Materialien relativ langsam nur kriegst, und dadurch ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen, einfach nur, wenn du ganz, ganz viel Geld hast, hingehen ins Auktionshaus und einfach sagen, ich kaufe mir jetzt, weiß ich was, 10 Barren davon und ist mir egal, wie teuer die sind. Ich hole sie mir einfach und kann mir dann direkt die Epics herstellen. Also das ist so ein weiteres Mittel sozusagen, das alles ein bisschen zu verlangsamen und ein bisschen so einen Aspekt reinzubringen, dass das alles ein bisschen länger dauert. Und insgesamt kann man sagen, bei allen Berufen wurde eben versucht, ein bisschen mehr Nützliches reinzubringen und ein bisschen eben, wie gesagt, dieses Prinzip rauszunehmen, dass du immer weiter Mist herstellen musst, den du sowieso nicht brauchst, um eben hochzuscalen. Also diese Tendenz kann man gut erkennen. Und die Items sind, wie gesagt, schon sind ganz gut, also sogar ziemlich gut, aber eben nicht abartig gut, wie es zum Beispiel gerade bei Wrath of the Lich King auch am Anfang war, dass es eine Zeit gab, oder war das bei den Crusade? Aber bei den Crusade war es auch so, wo es wirklich eine Zeit gab, wo du quasi der absolute King bist, wenn du mit deinen hergestellten Sachen rumrennst, weil es einfach kaum, weil es gar keine andere Möglichkeit fast gibt, an so gutes Gear zu kommen, was vor allen Dingen von den Stats ja so gut auf deine Klasse angepasst ist und so weiter. Also die Berufe sind sinnvoller geworden, aber es ist schon in einigen Bereichen auch ein bisschen langwieriger geworden, an die Items zu kommen. Und es gibt jetzt auch wiederum einige Berufe, die irgendwelche besonderen Reittiere oder sowas herstellen können, die wiederum dann spezielle Materialien kosten, die man nur beim Händler kaufen kann und wo dann ein Stück schon 20.000 Gold kostet und sowas. Also alles Mittel, um das Ganze so ein bisschen zu verhindern, dass es zu schnell da hingefarmt ist sozusagen.